Hallo Freunde, willkommen in Silent Hill Teil 3. Ja, wir sind ja in der Kirche, beziehungsweise ja, eigentlich sind wir nicht in der Kirche, sondern ja, in einer Art Kirche ist wahrscheinlich nur das ganz am Anfang links hier auf der Karte. Wir sind in einer Art Zwischenwelt, wo sich die Welten mal wieder vermischen. Das hier ist Heathers bzw. Cheryls altes Kinderzimmer. Hier sind wir zum Schluss angekommen, werden hier diese Tarotkarten einsetzen müssen, die wir gefunden haben. Und werden jetzt erstmal wieder rausgehen und auch die anderen Wege abklappern, die wir noch übersehen haben. Was heißt übersehen? Also die wir noch nicht abgegangen sind. Eieiei, hier wird es aber echt ganz schön neblig. So, wir haben noch eine Tür hier direkt. Vor uns müsste noch was sein. Eigentlich sieht es hier so aus, als wäre da noch was, aber hier ist nichts. Gut. Ich muss mal schauen, hier waren wir überall. Wir haben noch da unten die eine Tür. Und wir hätten hier noch die verschlossene Tür. Gut, dann werden wir jetzt. Ich denke, hier ist es, ne? Oder? Ja. Hier jetzt lang. Wollen wir mal schauen, was uns noch in dem unteren Raum dort erwartet. hier. So. Da ist wieder das seufzende, weidende, blutende Kind. Könnte das Hessas altes Ich sein? Also Cheryl. Okay, jetzt ist hier verbarrikadiert. Da hinten ist ein Monster. Wir kommen also nicht zu der Tür, wo wir eigentlich hinwollen. Vielleicht, wenn wir das Monster eliminieren, mal gucken, ob wir. Nee. Da kommen wir gar nicht hin. Das ist interessant. Sie sagt auch nichts dazu. Dieses Monster kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Aber leider haben wir keine Chance hinzukommen. Nee. Aber interessant, dass hier das in eine andere Kamera schaltet. Vielleicht kommen wir später noch dahin, ich weiß es nicht. Dann ist jetzt die einzige Möglichkeit, die uns noch bleibt, dass die verschlossene Tür. Mal schauen. So, genau da. Und dann müssen wir mit dem Fahrstuhl wieder benutzen. So. Ich bin sehr gespannt. Wir werden noch ein Rätsel auf jeden Fall ein dickes lösen müssen, vielleicht auch noch mehrere, ich weiß es jetzt nicht genau. So, der Fahrstuhl ist auf der Seite. Moment, hier. Den kann man auch gut übersehen, wenn man nicht genau auf der Karte guckt. Gott sei Dank habe ich ihn nicht übersehen. So, wir werden jetzt zurück zu. Wo war denn die verschlossene Tür? Die war in der Kirche noch. Okay. Ich denke, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir gleich zurück. Ne, wir sind immer noch nicht in der Kirche. Wir sind. So, hier müssen hier runter, denke ich. Ganz schön langer Weg. So, hier rechts abbiegen. Dann kommen wir.
dahin, wo wir hinwollen. Hallo? Ich gehe mal schnell wieder raus. Ach, das war diese Tür. Ah, da müssen wir... okay, ich werde jetzt mal ganz schnell mich beeilen. Ich habe keine Lust. Moment, wo bin ich? Nein, ich will hier lang. Lasst mich gehen, bitte. Nein, ich möchte hier durch. Meine Fresse. Scheiß doch auf die blöden Monster. Das war vorhin aber letztes Mal noch nicht so, als ich dahin bin. Ja, ich habe den Messingschlüssel benutzt. Und wir sind in einem neuen Gang. So, mal schauen. Ist ja immer interessanter hier. Was haben wir hier? Das sind wieder in einem anderen Gang, den wir nicht betreten können, Monster. Na, der steht doch bestimmt gleich auf, oder? Na, ich wusste es doch. Oh, ein Schuss und er liegt. Wie schön. Na? Bleib liegen. Mann, wie oft will ich denn noch drauf treten? Ich glaub. Ey! Leg dich hin, mein Freund. Ich hab auf dich genauso wenig Bock wie auf alle anderen. So, aber ich denke, ich werde jetzt wieder die Pistole ausrüsten. Sie guckt auch dauernd nach rechts, aber gut, weil da Monster sind halt. So, wir haben hier und wir haben hier eine Tür. Ach, wir haben eine schon übersehen hier hinten. Wegen den ganzen Monstern. Hier war noch eine Tür. Oh, das kommt mir. Ich krieg die Spinntür nicht auf. Leute, wisst ihr was? Wo wir jetzt sind, das ist die Grundschule von Silent Hill. Das ist auch wieder was aus dem ersten Teil. Vergangenheitsbewältigung für Heather. Beziehungsweise Cheryl. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie ich sie nennen soll. Soll ich sie Cheryl, Heather oder... Was ist denn hier? Geh nach Hause, krepier doch, Dieb. Das war Alessas. Ich meine, das war mal mein Tisch. Ja, die war wohl nicht sehr beliebt in der Klasse. Da ist ein altes, zerfleddertes Notizheft auf dem Podest. Oh, und da liegt auch ein Brief drin, mal sehen. In meiner Klasse ist ein Mädchen, das heißt Alessa. Wenn dein Gedächtnis was taugt, wirst du dich an sie erinnern. Sie ist diejenige, die die andere Hexe nennen. Wahrscheinlich wird sie von ihrer Mutter missbraucht. Ich habe sie nie ohne irgendeinen Kratzer oder blauen Fleck in die Schule kommen sehen. Ihr Ausdruck ist mitleiderregend dunkel für eine Sechsjährige. Vielleicht ist sowas ja gar nicht so ungewöhnlich. Statt sich nutzlose Ideen einfallen zu lassen, ist es besser, einfach zu beobachten und zu warten. Aber kann ich nicht doch irgendwie helfen? Ich überlege, ob ich mich nicht an einen Anwalt wenden soll. Aber ich habe auch Bedenken. Deshalb wende ich mich zuerst an dich, mein Freund, um dich nach deiner Meinung zu fragen. K. Gordon. K. Gordon? Moment mal, war das nicht der Typ, der diese komischen Liebesbriefe geschrieben hat? Nee, ne, oder? Wie hieß denn der nochmal? Das ist länger her, muss mal kurz gucken, das interessiert mich jetzt. K. Gordons Notizheft, nee, das war... Ach, das war Stanley.
Stanley, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Ja, missbraucht wurde sie ja nicht, aber sie wurde halt, ja doch, in gewisser Hinsicht schon, ne? Okay. Okay, das sind also ist also ein großer Raum. Aber hier haben wir auch noch. Nein, haben wir nicht. Okay. So, mal schauen, ob es hier reingeht. Auch. Stirb. Jetzt stirbt doch endlich, mein Gott. Meine Fresse, ey. Nerv nicht rum hier. So ein riesiger leerer Raum. Kommt mir auch bekannt vor. Aber scheint tatsächlich nur die Monster zu beherbergen. In so einem Raum, da wird man doch echt, da wird man doch kirre. Leute, sagt's doch mal ehrlich. Also von denen, wie das hier so dargestellt ist, ist Silent Hill 3 wirklich heftig. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber das war jetzt wirklich für ein Popo der Raum. Hier gibt es keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Na gut. Schauen wir uns den gegenüberliegenden an. Okay, hier ist was. Da ist ein Kassettendeck. Sieht durchaus brauchbar aus. Ja, da haben wir was, was wir benutzen können. Können wir mal hören, was auf der Kassette drauf ist. Bin ich auch mal sehr gespannt. Do you know about what happened here 17 years ago? You've been here a long time. You must have heard some details. A group of pagans, blinded by earthly desires, spit in the very face of God. They tried to use the seal of Metatron to prevent God's awakening. But God drove the unbelievers away and threw them into the abyss. But due to their wickedness, God was unable to be born properly. And so she has slumbered ever since, in the womb of the Holy Mother, until the time of the awakening. That's all that I know. That's it, huh? Well, thanks. Father Vincent, I heard that the Holy Mother has been found. Is it true? Alessa has been found? Did Claudia say that? Yes. Then it must be true. Her sight rarely fails her. Bless the Lord. Maybe it's because of her great faith. But I could never be like her. I wouldn't want to. Nor I. The truth is, Sister Claudia frightens me a little. Well now, let's both show our faith by forgetting about this little talk, okay? Yes. But does that mean that this land will finally be the home of eternal paradise? If God wills it, my sister. If God wills it. So ein Schwachsinn, Leute. Da wird immer von Gott und von Gott geredet und in Wahrheit geht es doch eigentlich nur um Dämonen, seid doch mal ehrlich. Es würden nicht solche albtraumhaften Welten entstehen, wenn es wirklich um den wirklichen Gott ginge. Ja, ist ja auch ganz klar.
Ja, Alessa wurde gefunden. Alessa soll die heilige Mutter sein, die Gott gebärt. In Wirklichkeit hat sie nur, ja, sich selbst gebärt sozusagen, also Hesa. Zumindest soweit, wie ich das verstanden habe. Ihr könnt mich korrigieren. Also ich habe es wirklich nicht so mit dem Kapieren von solchen verschachtelten Stories. Gebe ich ganz ehrlich zu, aber okay. Schauen wir mal, was hier Sache ist. Was ist das? Briefe? Nein, vielleicht Vorschläge. Ja, interessant war auch, noch kurz darauf zurückzukommen. Claudia war also eine Schwester, also eine, ja, eine von der Kirche halt. Vater und Schwester, gut, jetzt weiß nicht, Vater, ja, klar, und ich glaube, jetzt lasst mich raten, ist das bei den Katholiken so, dass sie Vater und Schwester sagen? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Lassen wir das, ist ja auch nicht weiter so wichtig. Die Leute fangen an, ihrer Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen. Das Pater Vincent, das, ach, Pater, ja, genau, nicht Vater, Pater. Ja, also auch ein Kirchenangehöriger. Das Pater Vincent das Geld der Organisation für seinen persönlichen Vorteil verwendet. Ich habe auch Gerüchte gehört, dass Pater Vincent einige Anhänger zu Spenden gezwungen hat. Ist er wirklich die richtige Person für diese Position? Ich kann nicht leugnen, dass er viel zum Wachstum der Organisation beigetragen hat. Die Organisation, das sagt ja schon alles. Es geht hier gar nicht um eine echte Kirche. Es geht halt um diesen, ja, Kult, Sekte, wie auch immer man es nennen will. Auch wenn wir an Gott glauben, sollten wir dann, käme es zu einer Art Versammlung, nicht nach unseren begrenzten Talenten oder unserer Redseligkeit, sondern nach der Tiefe unseres Glaubens bewertet werden? LS. Okay, wer ist jetzt LS? Okay, das ist. Ach, Lennart, das wird Lennart sein, oder? Wie heißt der denn mit Nachnamen? Ich habe keine Ahnung. Ist denn hier noch was in dem Zimmer? Nee, es sieht nicht so aus. Uns fehlt aber eigentlich immer noch. Uns fehlt immer noch eine Tarotkarte. Gehen wir mal hier raus. Gut. Wir haben jetzt hier soweit. Ah, da unten ist noch eine Tür. Da unten ist noch eine Tür. Ich hoffe, eine, die noch benutzbar ist. Ja. Okay, was liegt denn hier? Das ist nur eine Kerze. Okay, ja, schön. Und hier? Aha, die Tarotkarte, die Hohepriesterin. Was haben wir hier? Der Name Claudia Wolf steht ganz klein auf dem Umschlag. Das ist wohl ihr Tagebuch. 10. November. Sie starb damals nicht. Sie wurde geboren. Da war ich mir sicher. Aber warum habe ich sie dann noch nicht gefunden? Es hieß, sie bräuchten ihre Macht, um für das Glück aller Menschen das Paradies zu erbauen. Dafür sollte sie wiedergeboren werden. Ich würde sie wirklich gerne sehen. Ja, damit ist wahrscheinlich Hesa gemeint, beziehungsweise Alessa. Ich las das Buch der Lobpreisung. Ich will Pater danken, dass er mir so ein wertvolles Buch geliehen hat. Darin fand ich, was ich gesucht hatte, wie man Gott erweckt. Aber es ist viel zu grausam. Werde ich es schaffen, wenn ich sie sehe? Grausam ist das richtige Wort. 16. November. Ich hatte den ganzen Tag frei und las eine moderne Geschichte der Flüchtlinge und junge Sklaven, Kinderausbeutung. Ich will kein bloßer Zuschauer in dieser Welt sein, aber jetzt kann ich nichts unternehmen. Und das macht es so schwer. Ja, du hast ja was unternommen, das wissen wir ja alle. So, hier haben wir noch ein Buch. Das ist eine alte Geburtstagskarte auf dem Tisch. Die hat sie also immer noch verwahrt. Der kleinen Claudia, herzlichen Glückwunsch zum 6. Geburtstag. Ich liebe dich wie meine richtige Schwester. Auf dich. Ah ja, deswegen Schwester. Also wahrscheinlich sind sie gar nicht wirklich Schwestern. Ist klar, das habe ich mir eben auch schon gedacht. Die Karte ist wahrscheinlich von Hazard selbst geschrieben worden.
Gut, ist jetzt die Frage, was machen wir mit der Kerze? Müssen wir die vielleicht irgendwie anzünden? Wir haben aber nichts zum Anzünden dabei. Das sieht zwar fast aus wie ein Feuerzeug, ist aber ein Buch. Wir haben 1, 2, 3, 4 Karten. Ja, gut, uns fehlt noch eine Karte. Gut, ich habe nichts zum Anzünden, also denke ich mal. Nochmal schauen, haben wir hier am Bett noch irgendwas? Nee. Sie schaut immer noch hier rauf, ja, ist klar, das haben wir ja gelesen. Gehen wir wieder. Nichts Wichtiges, was? Okay. Wieder zu schnell gedrückt, wie immer. So, hier haben wir jetzt auch. Wieso ist da eigentlich geX in der Mitte? Hier haben wir auch alles gesehen. Tja, eigentlich bleibt jetzt nur noch. Ja, jetzt. Wo ist jetzt die fünfte Tarotkarte? Das ist jetzt die Frage. Eine fehlt uns ja schließlich noch. Ja, muss ich wohl noch mal alles genauestens checken hier. Okay, hier war ja nur der Kassettenrekorder, das Papier, der Tisch, das Bett. Nee, hier ist nichts weiter. Und hier drüben, na, der leere Raum. Nee. Hier ist auch nichts und die Monster werden wohl auch nichts dabei haben. Gut. Nichts Wichtiges. Moment. Dann schauen wir noch mal im Klassenzimmer nach. Das war das Buch. Hier ist nichts, hier ist nichts. Hier war ja der Tisch. Auf den anderen Tischen liegt auch nichts weiter. Gut, also ich denke, hier haben wir keine Tarotkarte übersehen. Moment, wir haben hier zwei Türen, aber okay, zur anderen Tür komme ich nicht hin. Nee, da komme ich, das ist zugestellt, da komme ich nicht hin. So, gut. Das heißt, hier habe ich auf jeden Fall alles durchsucht. Diesen Gang brauche ich mir nicht weiter anzuschauen, denn das ist ja wirklich am aller ekelhaftesten hier. So, ich will noch mal hier was schauen. Boah, fließt das Blut von jeder Wand. Hier will ich noch mal reingucken. Ach ja, das war ja. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ja, das war ja die Beichte. Heiligen Schriften des Kults, Zeitverschwendung. Okay, gut. In der Kirche selbst war auch nichts mehr, das weiß ich. Das heißt, da brauchen wir auch nicht mehr hin. Gut, da waren die Bilder, aber mit den Bildern konnte man ja nichts machen. So, ich will mal kurz gucken, was haben wir noch für Gegenstände? Die Kassette haben wir benutzt. Wir haben das Buch. Das gibt ja nur Infos, ne?
Ja. Kann man ja auch nur prüfen. Das sind dann die Tarotkarten 1, 2, 3, 4. Das Parfüm, habe ich festgestellt, kann man ablegen oder ausrüsten. Man kann es aber nicht als Waffe einsetzen. Die Waffe nimmt jedoch automatisch die andere. Ist ja auch keine Waffe. Warum man das nun ablegen oder ausrüsten kann, weiß ich nicht. Ich habe es mal ausgerüstet. Den Talisman verwenden. Ich denke mal, das bräuchten wir später, vermute ich mal. Also das heißt, ich denke, wir werden in dem Raum mit den Bildern auch nichts machen können. Ich wüsste echt nicht, was. Moment, da wollte ich gar nicht hin. Ich labere zu viel. Von da kam ich ja. Ich möchte. Ja, hallo, was mache ich denn für einen Scheiß? Hier muss ich lang. Gut. Hier durch. Naja, vielleicht. Wartet mal, vielleicht ist hier noch ein. Ja. Okay. Ich werde mal die Monster killen. Komm, stirb. Stirb. So, stirb. Stirbt jetzt endlich mal hier. So, ich will mich hier nämlich nochmal umgucken, ob wir hier nicht doch noch irgendwas übersehen haben. Nee, anscheinend nicht. Okay, jetzt wo die Monster tot sind, hört auch diese Bluterei auf. Das ist ja mal schön. Aber hier ist nichts weiter. Gut. Ja. Dann gehen wir hier wieder raus. So, ist das ein Mensch? Vielleicht nicht ganz, aber ich habe keine Lust, das Tuch wegzuziehen. Ja, das hätte ich auch nicht. So, jetzt müssen wir echt mal überlegen. So, was war mit dem Raum da unten? Wir haben da noch ganz viel, was wir noch checken könnten. Ich möchte jetzt noch einmal kurz in diesen Raum hier schauen. Dann nochmal, gehen wir nochmal da oben in den Raum mit dem Speicherpunkt auf dem Fußboden. Okay, das war diese Story hier. Hier war auch nicht mehr. Aktenordner und langweilige Bücher, keine nützlichen Infos. Gut. Ja. Genau. Gut, das haben wir beiseite geschoben. So, jetzt gehen wir hier noch mal rein. Vielleicht können wir jetzt hier irgendwas machen. Nö. Gut, ich werde mal hier speichern, Freunde. Eine Tarotkarte fehlt uns noch. Ich hoffe sehr, wir werden die im letzten Part finden und dann eben entsprechend das Ende sehen. Ich werde vorher optional noch ein bisschen rumrennen und das Ganze suchen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Part. Sagt euch ciao, bye bye, euer Dreambird.